Willkommen zurück zu Final Fantasy VII Rebirth. Wir waren, ich erinnere mich, gerade mit Ketzi unterwegs. Ah ja. Kisten sind wieder da. Egal. Wow. Das ist ja... Es wäre eine 2. Ja. Hier geht's nicht weiter, aber hier können wir rein. Zu dem Kram. Ah, hier ist auch eine Kiste. Okay. Seelenohrring. 2 Mondsteine. Sehr gut. Warte mal, wer von denen konnte denn... Quatsch, was mache ich denn? Analyse hätte ich gerne nochmal. Zumindest auch auf Ketzi, glaube ich. Ketzi. Ausrüstung, Materia. Machen wir mal so weg. Und habe ich denn noch eine... Analyse... Ich nehme mal die hier. So. Red. Tristan hat das schon. Zerstörung. Machen wir es so. Dann habe ich jetzt aber auf Ketzi auch eine Analyse erstmal. Die Heilung durch Makulit. Bup. Oh, hätte ich vielleicht nicht kaputt machen dürfen. Da oben ist noch eins. Zack. Alter, steht, wie langsam dieser Roboter ist. Graviton-Sphäre. Aha. Oink, oink. Und ran da. Fehler. Lift wird angehalten. Irgendwas scheint ihn zu blockieren. Könnte sein, dass es zwischendurch mal ein bisschen klimpert. Ich probiere mal diese komischen Dinger aus, so Kalt-Tee-Dinger. Das da. Kann ich das abwerfen einfach? Funktioniert das? Bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. Glaub ja nicht dran, aber... Ich treffe den von hier aus gar nicht. Treffe ich das Ding vielleicht von hier oben? Ich glaube, ich muss da einfach rüber. Bin ziemlich sicher. Komme ich nicht hin, ja. Wie komme ich denn da runter? Das da blockiert, ja. Habe ich denn hier irgendwo einen kleinen Eingang, wo ich... Kann ich mit Ketzi da einfach unten drunter durchrollen? Geht das? Rein theoretisch muss ich ja nur da runter und dann da hochklettern. Oder ich muss das... Nee, ich muss das da vorne abwerfen, oder? Bin ziemlich sicher, dass ich das abwerfen muss, aber ich weiß nicht, von wo ich das Ding treffe.
Ja, komme ich denn da irgendwie runter? Jetzt einfach mal so gefragt. Ich kann da nicht drunter durchrollen, das ist schon mal blöd. Achso, das reicht aber. Mein Gewicht reicht schon, um das da... Ist hinten ein Eingang? Nein, auch nicht. Okay, komm ich nicht durch? Schade. Fehler. Lift wird angehalten. Mhm. Muss ich da denn mit Barrett drauf schießen? Warte mal. Ich hier auch Barrett zum Anführer machen? Nee, das geht nicht, ne? Nein, geht nicht. Kampfeinstellung. So, jetzt bin ich ja Barrett, ne? Nein, ich bin nicht Barrett. Never mind. Stimmt, ich bin nur im Kampf dann Barrett. So war das. Gut, dann kann ich das auch wieder rückgängig machen. Wupp. Also muss ich wahrscheinlich irgendwas mit dem Mogri machen. Die Frage ist nur, was? Einfach hier nur angreifen bringt nichts. Ich muss dagegen werfen, gehe ich von aus. Ich weiß nur nicht, von welcher Position aus ich das da treffen soll. Oh, da ist es drin, oder? Ah, ne, nevermind. Das sah nur so komisch aus. So weit kann ich nicht werfen, das geht nicht. Komm ich denn hier irgendwo eine Etage hoch? Ich übersehe irgendwas super Einfaches, aber ich komme gerade einfach nicht drauf. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ich da über die Leiter da hoch muss, aber ich weiß nicht, wie ich da runterkomme. Mach mal weg und mach mal weg. Ich komme hier nicht durch. Irgendwie muss ich aber darüber kommen. Gibt es denn irgendwo da unten einen Eingang? Irgendeinen, den ich nicht sehe? Ja, nicht. Kann ich denn hier irgendwo einen Hebel oder sowas ziehen mit Dicky? Nö. Auch nicht. Okay, so machen, dann bin ich schneller. Natürlich. Ja. Okay, dann hole ich automatisch das Ding ins Okay. Kann ich das denn dagegen werfen? Dann geht die Schranke auf. Nein. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da irgendwie rüber muss. Die Frage ist nur, wie. Irgendwas, das ich werfen kann noch? Was ich übersehen habe, was vielleicht schwerer ist? Vielleicht ein bisschen anders werfen kann. Ist rein gar nichts. Okay, also es gibt nur die Kiste. Gibt es denn irgendwo einen Knopf, auf den ich werfen könnte? Übersehe ich den vielleicht? Irgendwo irgendwas, wo das aufgeht. Ha, schwierig.
Geht immer nur eine Kiste, oder? Ah, ich kann mehrere spawnen, okay. Achso, das sind die Story, da habe ich hin. Beseitige die Trimmer, ja. Ist denn hier irgendwo ein, wie gesagt, irgendwo ein Knopf, den ich übersehe? Irgendwas, irgendwo mich drauf werfen könnte. Ha. Na los. Und es wird einen Grund haben, warum man hier hoch kann. Nur Leuchten, keine Knöpfe. Das sind auch alles nur Leuchten. Schon so schwer kann das Rätsel jetzt nicht sein. Ich würde ja sagen, ich muss dagegen diesen Riss werfen, aber... Ich sehe tatsächlich leider nicht, wie wir da rankommen. Weil selbst von hier vorne aus können wir das da nicht treffen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ich hole mir noch mal eine Box. Chance, da komme ich nicht ran, oder? Never ever. Oh mein Gott, ich bin so stupid. Oh Gott, okay, ich hab's verstanden. Okay, hab's verstanden. Ich bin tatsächlich einfach nur stupid. Ich muss nach unten ziehen, damit ich in Höhe gewinne. Hab's verstanden. Uiuiui. Ich glaube, mein Wasser aus dem Kühlschrank ist zu kalt dafür. Naja, mal gucken. Aerith, danke. Ich sehe doch schon wieder Kisten. Ei, das gefällt mir nicht. Da kann ich nichts machen. Na gut, hier kommen halt Kisten runter. Ah, für die andere Kiste da oben. Ich sehe nix. Mhm. Ich gehe von hier unten wahrscheinlich dann irgendwie näher ran, maybe. Ich sehe halt nix. Perfekt. So. Ah, mit ein paar Fledermäuse.
Analyse. Bin eins von diesen Viechern irgendwie schon mal analysiert? Nein. Passiert noch am meisten. Leo. Mach die Dunkelmaus, bitte, danke. Wind, okay. Und Analyse auf Baba Velamui. Dieses Vieh wird niemals auf den Boden aufkommen. Das ist so lustig. Ich kann das einfach dauer-CC'en mit Ketze. Ketze. Soll das feiern? Wirklich gutes Kämpfchen! Wirklich leichtes Kämpfchen, würde ich dazu sagen. Ich krieg hier eine Kiste. Warum kriege ich hier eine Kiste? Wegen der Shinra-Kiste da oben wahrscheinlich. Und wegen der da oben, okay. Zack. Kiste. Und rüber. Kann ich eigentlich schnell gehen? Nee. Achso, ja. Nee, ich. Ja, alles gut. So, nicht ganz so dolle. Ein bisschen, noch ein bisschen da. Ah, perfekt. Perfekt. Dann weg damit. Genau, du sagst es, Kitsi. So. Natürlich. Wer dich hören will, muss fühlen. Das kann ich doch einfach unendlich lange fortfahren, oder? Machen. Ich kann mich einfach da hinstellen und sagen, ich mach mal so und dann ist vorbei. Kann Mr. Großkopo das machen? Nein, okay. Stromversorgung ungenügend. Bitte den Generator aktivieren. Ah ja. Bitte was? Muss ich was gegenwerfen wahrscheinlich, oder? muss ich das gedrückt halten? Ich muss das gedrückt halten, natürlich. Sorry. Muss ich denn damit hin? Ah, okay. Verstanden. Perfekt. Boink. Oop. Danke. Ah, das war doch gar nicht.
Das gefällt mir nicht. Wait, ist... Oh Gott, warte mal doch, das gefällt mir. Geht das? Ja, das geht. Und wieder rückwärts. Oh mein Gott, ist das geil. Na, verdammt. Mach die restlichen noch weg. Wie viele Items hier waren wahrscheinlich gerade? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Ach ja, ihr seid schon mal wieder. Die Kiste danach. Boop. Wind. Habe ich denn überhaupt windige Verketten? Ich habe eisig und feurig, ne? Weg damit. So, hier noch irgendwas? Nö. Da ist eine Materie. Barriere. Was passiert, wenn wir hier jetzt... Ah ja, okay. Oh mein Gott, okay. Das Tor ist derzeit verschlossen. Lokalisieren Sie den defekten Generator und geben Sie die benötigte Menge Marco-Accelerator in das Gerät. Yay. Der geht immer da auf, oder? Ja, der geht immer da auf. Okay. Entschuldigung. Lol, das geht auch. Okay. Jetzt wird's interessant. Na, gib her. Hallo. Danke. Das ist zu kurz. Der liegt da unten jetzt gut. Irgendein von beiden ist ja egal welchen. Ja, der ist drin. Verzeichne Anstieg der Marco-Konzentration. Bitte die Acceleratorzufuhr fortsetzen. Ja, 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 okay.
Weg damit! Das war zu kurz. Ja. Jo, perfekt. Das war's schon, okay. Die Konzentration hat den vorgeschriebenen Wert erreicht. Betrieb des Stromgenerators wiederhergestellt. Tor wird geöffnet. Sehr gut.